sehen? Moxys Verbesserungen für das Serienmodell übernommen. Aber das streiten sie natürlich ab. Verbinde den Scrambler mit dem Digistruct-Gerät. Stell dir jetzt einen Stingray. Ich erwarte, dass sie sterben. Bonza! Und ich... Ich konnte deren System hacken und einen neueren Plan rüber kopieren. Du kannst dir also ab jetzt von überall aus welche Digistructen. Schwing dein Hintern jetzt zur Pickel. Aber gewöhn dich ruhig erst an das Ding und check aus, was es kann. Stingray. Damit springst du locker darüber. Vielleicht. Gut. Ich hab Pickel gesagt, dass du kommst. Fahr zu ihm. Kammerjäger, hier spricht Colonel Sarpedon von der Lost Legion. Elpis ist bald Schutt und Asche. Ich werde bei der Explosion sterben, wie alle anderen auf Elpis und auf Pandora unter uns. Ich habe dich kämpfen sehen und respektiere dein Können. Wenn du jetzt aussteigst, schicke ich dir ein Interstellar-Raumschiff. Wir werden dir nicht folgen. Überleg es dir. Guter Deal. Wieso hast du es nicht gemacht? Wofür hältst du uns? Für einen Haufen schnurrbartzwirbelnder Schurken? Jack hatte uns angeheuert, um für Geld Schurken zu killen und Leuten zu helfen. Genau wie ihr. Wenn du sagst, ihr seid wie wir, töte ich dich auf der Stelle. Konnichiwa allerseits. Spielen wir noch eine Runde Bunkers und Badasses? Jetzt nicht, Tina. Oh klar. Ernste Zeiten. Entschuldigung. Bewegung unmöglich. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Danke für die Kohle. Warte, mein Freund. Kein Geld zurück. Nur Spaß. Nina sorgt für dich. Du kannst stets auf die Waffe an deiner Seite vertrauen. Bis später. Komm.
Kinder. Waffen! Ich hab sie, du brauchst sie. Bis bald! Vorsicht, null Umgebungsatmosphäre. Thank you.
Kommt und holt es euch! Ich erwürge deine Vorfahren! Vielleicht sollte ich sowas erstmal ausprobieren. Ich würde mich
Das wird phänomenal! Die Leute werden über diesen Slam-A-Jam Lieder schreiben! Der Junge hat ein Kämpferherz, aber ohne Ball nützt ihm das gar nichts. Showtime! Ich hab vor, den Bad Essexton Slam Dunk in der Geschichte dieses Spiels hinzulegen. Aber ich hab meinen Glücksball verloren. Könntest du ihn für mich finden? Was ist das für ein Geruch? Das muss wehgetan haben! Der Kammerjäger bearbeitet die Visage des Fieslings mit einem regelrechten Kugelpressing. So wird das gespielt, mein Freund. Hart ansprinten, zum Korb ziehen und das Ding versenken. Der Kammerjäger hat deinen Ball gefunden, Dunks! Toller Spielzug! Echtes Teamwork! Bring ihn her und wir treiben dieses Spiel auf die nächste Stufe! Jetzt heißt es Slam and Jam. Dunks geht in Position. Ob er wohl hoch genug steigt, um das zu schaffen, was Wissenschaftler den ultimativen Slam Dunk nennen? Und los geht's! Und jetzt spielen wir Biber! Er hat immerhin an sich geglaubt. Dunks Watson ist so hoch gestiegen, dass er das Gravitationsfeld von Elpis durchbrochen hat. Zweifellos ein historischer Tag für den B-Ball. Jetzt, wo Dunks fort ist, brauchen wir einen neuen Athleten, der der Welt zeigt, was er drauf hat. Fantastisch! Du brauchst keinen Ball. Spring einfach hoch und knall voll auf den Korb, um den überkrassesten Dunk in der Geschichte des Basketballs hinzulegen. Wenn du dabei in Flammen stehen könntest, wäre das sogar noch überkrasser. Und ich will immer nur einen Spieler auf einmal auf dem Feld sehen. Die Ehre des überkrassesten Dunks kann nicht dem ganzen Team gebühren. Geeignet.
Zeit.